Welcome, Gaming Nation, to another episode of Assassin's Creed Syndicate with me, your host, Don. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick. Und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß... Wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstöcke! Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. Doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Welcome everyone, and this is the sequence one. There will be no further episodes in the sequence, and it's called A Spanner in the Works. And basically we have to go and check for Rupert Ferris and just kill him. Calm yourselves, Spanner.
see how that goes. I still have some... a bit of difficulties to understand the mechanics. It will be a little bit different than Syndicate that I played before. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Alright, so basically we can't go out. So we have to manipulate the machines. I mean, there's really no suspicion, right? There's someone just walking around. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du. Du bist so gut wie tot. Come on, Jacob. Phew, that was nice. So we are still here in learning mode. So it's R2 and circle. Yeah, I guess the mechanic wants us here to have a bit of fun. Really? Okay. So let's go for a tutorial here. And let's give him some
Nein! Legt euch ins Zeug oder ich werde euch windelweich prügeln! Du gütiger Gott! Wenn es nicht in zwei Stunden verladen ist, verliert ihr alle Kraft! Ja, unfortunately, we will need a lot of money in this game. So one of the cool thing is that you can whistle now. It was something which was missing in Unity. For the sake of fun, let's Jacob. So there is another tutorial. So we are going in hiding mode. Ja, unglaublich, oder? Wem weißt du's? Von dir, du versoffener Hohlkopf. Hast den ganzen Nachmittag über nichts anderes geredet. Okay, one less to worry about. Das muss ich nicht zur Fabrik zurückschleppen. Okay, that was not really helpful.
Alright, guys. We have now a day off. Gar nicht gut. Don't worry, nothing will happen to you. Come on. Sorry, dude. Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, sir. Oh, what a dumb mess. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Yep, I agree with you, Jacob. It's time to eliminate him. No respect for the workers. Okay, so there are multiple entry points. Okay, so just multiple entry points we can use.
get rid of Mr. Ferris Rupper. Es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass sich eine Eisenerzquelle erschließen konnte, die uns für die kommenden Jahre einen stetigen Profit garantieren und genug Rohmaterial zum Bau mehrerer neuer Züge liefern wird. Dafür erwarte ich den Ritterschlag. Nein, schreiben Sie das nicht. Ich hoffe, dass Sie Ihre Neuigkeit zufriedenstellt. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ich verbleibe, bla 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 bla. Rupert Ferris. Schicken Sie das an Mr. Starrick, Mrs. Stone. Wie geht es eigentlich Ihrem Vater? Ich hoffe, der Arzt, den ich geschickt habe, hat ihm zu einer schnellen Genesung verholfen. Ja, Sir. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar wir sind. Na, na, Sie müssen mir nicht danken. Sie und alle anderen hier im Büro liegen mir am Herzen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich sonst noch irgendwas tun kann. So, it's time. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. I hope you are using this as a DNA probe. Okay, so let's go out. Come on, jump. Right, I was using the wrong buttons. Come on, Jacob, jump. Jump, boy. Where have I seen this? In which game? Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. That is very funny. Thank you.
So, we can't stay here. I keep always pushing the wrong buttons. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Whoopi, not a bad idea. So, that's my friends. That was a spanner in the works. And this is it for sequence 1.